Ich habe damit so kein Problem. Wenn ihr damit kein Problem habt, dann ist das ja auch alles in Ordnung. Denkt mal nicht, dass es so schlimm ist, so eine Tragödie. So, und da gibt es noch eine Quest, die nehme ich mal an. So, da müssen wir wieder irgendein paar Mobs töten oder so. Das ist unsere Mission. So, das ist jetzt so voll die ätzende Sache. Der NPC, der steht ja mitten irgendwo in der Instanz. Und ja, wenn wir gleich alle Quests abgeben wollen, ja, dann dürfen wir erstmal bis nach hier hinten zurücklaufen. Erstmal hier die Quest abgeben und danach erst raus und reinporten. Um die anderen abzugeben. Das ist so ein bisschen nervig so an der Stelle. Shirak, der Totenwächter. Oh, jetzt habe ich aber Angst. So, was haben wir da? Shirak, der Totenwächter. Ja, habe ich gerade schon gesagt. So. Der Gegner ist ein bisschen beschissort. Zauberzeit um 50% erhöht. Und das stackt immer mehr und mehr und mehr. So, gut, dass wir eigentlich einen Druiden haben. Und der Druide, der sollte eigentlich damit gar keine Probleme haben. Weil er eh nur Hots machen muss. Er muss eigentlich nur blühendes Leben und Verjüngung und so hochhalten. Und dann ist eigentlich in Ordnung. Reicht schon. Zwei Minuten, okay, Kuchen holen, ja. Pff, mach, was du willst. Hauptsache, die anderen machen weiter. Wieso holt man denn mitten in der Instanz Kuchen? Ist wohl ein Kuchenfeinschmecker. Ich persönlich stehe ja nicht so ganz auf Kuchen. Überhaupt nicht eigentlich. Der springt hier trotzdem noch irgendwie rum, der Hunter. Der läuft immer noch rum und deswegen frage ich einfach mal aus reiner Interesse, wolltest du nicht Kuchen holen? Und er sagt er bestimmt, aber ihr läuft doch weiter. Das heißt, folgt doch jemanden, ist doch kein Problem. Du kannst dich hier schön AFK hinterherhängen und gut ist. Wenn es nur für 2 Minuten ist, mein Gott. Wen interessiert's? Ah. Irgendjemand ist Level Up geworden, aber das bin nicht ich. Also ist es uninteressant. Nur wenn ich Level Up bin, ist es interessant. Schattenblitz, da denkst du dir hier. Bam! Ey, ich hab dich eigentlich davon abgehalten. Da müsst ihr jetzt eigentlich kommen. I interrupted that. Ah ja, die sind ja untot. Die lassen sich ja sogar stunnen jetzt mit meinem heiligen Zorn. Interessant. Boah, ich glaube, jetzt ist der AFK. Ich glaube, jetzt folgt da jemand, oder? Jo, ich glaube, jetzt folgt er dem Druid. Dies ist heiliger Boden, meinst du? So, Untoten sind alle gestunt und sind kaputt jetzt. Ach ja, sind wir nicht seit 100 Jahren eigentlich schon ehrfürchtig? Dunkelsperrtrolle? Nee, immer noch respektvoll, lol. Das liegt daran, dass wir hier gerade momentan gar nichts mehr für Dings bekommen, oder? Für unsere lieben Städte, sondern wir bekommen hier gerade intern Ruf für irgendwelche BC-Abteilungen bzw. Fraktionen. So, die müssen wir rechts nicht nehmen, weil wir haben hier rechts auch noch einen. Ah, hier, die kann ich alles stunnen. Das ist ja schon mal was. Ich gebe mir Hand auflegen. Just in case. Ich gehe nur auf Nummer sicher. So. Und da haben wir den Exarch Maladar. So. Und der wird gleich sowieso ein Spiegelbild von sich erzeugen. Dann müssen wir auch platt machen. Aber wir hauen jetzt erstmal total fett drauf. Band der Seelen. Ist das nicht schon das,
Oder was war das? Ah, wo, wann kommt denn der andere? Hand der Seelen. Da, jetzt Avatar beschwören. Da. Das ist meistens irgendwie immer so. Da hat man den Endboss gerade jetzt kaputt und dann kommt noch dieser Avatar und den muss man auch noch kaputt klatschen. So, blub, bla, bla. Ne? Schalte deine Quest. Mhm. So. Bereit zur Abgabe, dürfen erstmal zurücklatschen für die Quest. Steht da zwar nicht so gut drauf, also nicht so drauf, so komplett durch die Innie wieder zurückzulatschen, aber was soll ich machen, ne? Lässt sich kaum verhindern. Komm, haut alle ab. Nur noch der Heiler ist da. Ja, er hat echt so einen geilen Hut. Ist ja krass, wie sich Tauren verändert haben, ne? Vom Modell her. Die sehen echt krass anders aus. Ja. Auf jeden Fall. Wieso läuft der eigentlich? Der kann auch in Katzengestalt gehen. Dann wird er mich sogar überholen wahrscheinlich. Vom Laufen. Naja. Nicht mein Problem. Hm, könnte sein, dass wir gleich doch noch Level Up sind von dieser Instanz, ne? Ja. Ja. Das kann gut sein. Guck mal, da steht sie schon. Wartet. Wartet stets darauf, dass ich die Quest bei ihr abgebe. Oh ja. Da freut die sich. Mächtig. Quest beenden. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir hier raus, oder? Guck mal, sogar Schultern haben wir hier. So ganz richtig coole. So. Aus dem Dungeon teleportieren. Und in den Dungeon teleportieren. Beziehungsweise zum Dungeon. So, ich möchte bei dir gerne zwei Quests abgeben und Level abkommen. Geht das? Das geht. Level up und tschüssi. Oh, er ist in der Katze endlich. Er hat's gecheckt. Wow, das geht ja hier wie am Schnürchen hier vorne. Da hatte jemand wohl direkt instant einfach perma keinen Bock. Guck mal, so ein riesengroßer Skelett da hinten mit so einer riesengroßen Lanze oder Speer als Waffe. Wow. Kann man nicht angreifen. Ah, oh, hier, Teufelsherrscher. Das ist ein krasser Motherfucker, ey. Das kann man gar nicht anders ausdrücken, ey. Man denkt sich nichts, ist am Musik hören, ist am Questen, weißt du? Man merkt nur, oh mein Gott, wieso, sag ich mal, schüttet der, worum gibt's den Erdbeben, wieso shake der ganze Bildschirm? Und ehe man sich versieht und sich umdreht, sag ich mal, kommt der von hinten und klatscht einen weg. Ja, das waren die Zeiten. So, Vorgebirge des alten Hügelands. Das ist jetzt hier dieses Vorgebirge, Moment. Hier, Flucht aus Dunholde, das ist das. Jetzt sind wir sogar hier Allianzler. Also wir sind jetzt hier alle, ja, entweder hier Gnom, Mensch oder sonst was. Und ja, ich habe hier gerade das Privileg genug, Gnom zu sein. Ist das nicht schön? So, hier nehme ich aber mal die Quest an. Und dann, ja, dann fliegen wir los, glaube ich. So, vorher abmounten, sonst kann man eh nicht losfliegen und wuhu, los geht's. So. Hier sind wir also im Vorgebirge des Hügelands. Des alten Hügelands natürlich. So. Mittlerweile sieht's hier, sag ich mal, wenn man in der aktuellen WoW-Zeit, sag ich mal, hierher zurückkehrt, sieht's hier ziemlich düster aus. Hier ist, glaube ich, alles zerstört und ein bisschen untot und hier und da. Aber hier ist noch die ganz, ganz frische Zeit. Hier befinden wir uns in der Vergangenheit. Da, wo wir hier Thrall retten müssen oder sonst was. Oder whatever. Was? Der läuft zu Fuß? Ist man schneller? Man ist tatsächlich schneller, wenn man zu Fuß läuft, oder? Ja, man ist schneller. Oh.
Das habe ich nie ausprobiert. Ist ja krass, dass man schneller ist. Wusste ich gar nicht. Die Musik hier, die finde ich gerade irgendwie ein bisschen lustig. Jetzt gleich so. Kam so ein bisschen so aus dem Intro. Immer so gewesen. Ich bin immer geflogen. Ich bin hier nie hingelaufen. Naja. Naja, wenn das so ist, dann ist das so. Also ich bin immer geflogen. Und ich habe nie Spieler gesehen, die dahin geritten sind. Deswegen, keine Ahnung, nicht ausprobiert. So, dann wollen wir nochmal. So, erst hier oben rein? Lohnt sich doch gar nicht. Muss doch erst hier unten. Muss man nicht erst hier unten hin? Das kam doch erst später, dass wir hier Thrall rausholen müssen. Nee, nee, nee. Das kommt noch nicht jetzt. Warum sind wir hier? Wir müssen erst nachher hin. Wir müssen doch jetzt gleich hier einfach nach unten und hier irgendwas anzünden. Platziert Brandbomben hier in diesen komischen Häusern rein. Muss hier nicht rein. Bin ich mir fast sicher. Mann, ist es schön, so ein kleiner Gnom zu sein, oder? Richtig hier am Abgehen. So, wo macht man die Bombe nochmal hin? Hier war eine. Oder? Da ist sie. Da ist die Bombe. Wieso fightet ihr ohne mich? Was soll das? Ich komme hier außen rum. Hallo. Bam, erstmal den Cast unterbrochen. Nix Mitteilung. Bitches. Scheiße, desorientiert. Meine Fresse, könnt ihr mal aufhören, mich zu desorientieren? Was habe ich euch getan? Dass ihr mich immer desorientieren müsst. Dipp. Dann gehe ich hier auch mal rein. Ups. So, hier ist der Fass hier vorne. Das Fass ist hier vorne. Was braucht ihr? So. Mal gucken, ob das Modell eigentlich von Dings auch geändert worden ist. Also hier sind ja... Also die ganzen NPCs, sag ich mal, sind ja alle vom Modell her jetzt anders. Und ich frage mich, ob das auch bei Thrall so ist, ob der auch ein neues Modell hat hier. Schätze ich mal, oder? Haben die einfach nur pauschal. Aber ich denke mal wohl, ne? Gehe mal stark davon aus, dass Thrall auch jetzt hier ganz fresh aussieht. Pferdenlesehund, komm mal her. Tschüssi. Hey, wurde hier schon irgendwas Boomi-Boomi gemacht? Da ist das. Da, 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 da. So. Ich glaube, da hinten müssen wir noch irgendwas sprengen. Kann das sein? Oh. Stimmt, ja, hier ist ja einer.